Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, so sieht das immer aus, wenn ich meinen Bildschirm synchronisiere, also mein Bildschirm des iPad hier in die Software rein. Ich meine, die Software seht ihr jetzt nicht, aber nichtsdestotrotz, ja, ihr seht, was mir passiert ist. Ihr seht, was mir passiert ist, dass das Legendendrama ist mir passiert. Ich habe nicht mehr darauf geachtet, wie viel Pokale ich hatte, und dann habe ich nicht mehr, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wie komme ich jetzt aus dieser Nummer raus, dass ich immer zwischen 4.9 und 5.000 bleibe, um mir immer den Legendenbonus mitzunehmen? Ich habe dann irgendwann auf Angriff getippt und habe dann doch da in der Mitte irgendwie getapst, dass ich angreifen soll, und dann hast du natürlich hier, ja, ich bin jetzt schon im zweiten Tag, gestern konnte ich noch 2 von 2 Angriffen machen, aber ich habe gar keinen gemacht, und die machen ja auch nur Mist. Ich verliere noch nicht mal richtig Pokale, ärgert mich jetzt wirklich ein bisschen, ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ich bin jetzt leider hier reingerutscht. Lass mal gerade hier gucken, ob es hier was Neues gibt. Nee. Ich bin hier leider jetzt reingerutscht, und wir haben gestern Abend noch so ein bisschen darüber diskutiert, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist. Also, aber ich glaube, ich komme jetzt aus dieser Nummer erstmal nicht raus bis zum Monatsende, kann das sein? Oder in 9 Tagen, 14 Stunden ist die Season vorbei. Okay, dann können wir ein bisschen mitspielen, oder? Dann können wir ein bisschen mitspielen. Für mehr als 8 Angriffe komme ich sowieso nicht am Tag. Und dann kann ich auch einfach ein bisschen mitmachen hier. Mal gerade gucken, was wir am Start haben. Okay. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, toll Toto, du bist eine Legende. Oder ihr könnt mir auch reinschreiben, du Vollhonk, wieso hast du das gemacht? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich muss noch so viel Mauern machen. Aber ich meine, sind wir ehrlich, ich schaffe die 8 Angriffe am Tag noch nicht mal. Und aber wenigstens will ich ja so ein bisschen hier das Tagesding haben. Also auch was Spenden angeht, was Nachtdorf angeht und natürlich auch die Belohnung. Aber es gibt auch erst in 17 Stunden die nächsten Sachen. Ich kann jetzt schon einiges hier auch nicht mehr holen, und so weit ist es auch nicht mehr, bis wir das fertig haben hier. Okay. Was natürlich naheliegt, muss ich ganz ehrlich sagen, was natürlich naheliegen könnte, ist die Tatsache, dass ich einen 13er kriege. Nee. Och komm. Das kann jetzt nicht des Spiels Ende sein, oder? Oder schenken wir dem das? Schenken wir dem das? Geben wir auf, Leute? Ah, ich glaube, wir schenken dem das, ne? Komm. Wir schenken dem das, ehrlich. Was soll's? Ja. Ich habe immer noch 8 von 8, okay. Warum habe ich... Ich habe doch jetzt schon einen versenkt, oder nicht? Wieso habe ich immer noch 8 von 8? Okay. Ich habe doch jetzt schon einen versenkt. Dann gehen wir rein. Es gibt ja auch keinen weiter hier. Es gibt nur ein Aufgeben, und den können wir mitnehmen. Aber ärgert mich trotzdem ganz schön, muss ich sagen. Okay. Dann gehen wir hier auch hin. Toto, du hast keine Heiler. Ja, ich weiß, dass ich keine Heiler habe, Leute. So, gehen wir rein. Warden hier mit drin. Oh, Warden. Queen. Und hier erstmal ein bisschen Wuti. Und dann legen wir das hier mal still, würde ich sagen. Das sieht noch ganz gut aus. Ich habe noch ein paar Marke offen. Okay. Oh. Und der hat auch noch Clanburg. Okay. Der hat auch noch Clanburg, Leute. Das ist nicht so gut. Ja, ich glaube, wir haben auch schon eine ganze Menge verloren, kann das sein? Wir haben schon eine ganze Menge verloren und verlieren jetzt hier noch mehr. Das ist nicht so gut.
jetzt muss ich den schon losschicken hier. Können wir hier noch was machen? Noch sieht es ganz okay aus. Dann holen wir uns da wenigstens Gold und Silber noch. Und hier hinten noch so ein bisschen was. Ja, aber doch gar nicht mal so schlecht gemacht. Entschuldigt, dass ich dann immer so fürchterlich leise werde, aber da muss ich mich auch ein kleines bisschen drauf konzentrieren. Und der Mine Royal Champion bekommt auch noch die Kanone jetzt leider nicht. Da ist der Fuchs jetzt leider ist noch mal unsichtbar, okay. Na, reicht aber trotzdem nicht. Der X-Bogen ist noch mal down gegangen, okay. War nicht schlecht. Jetzt rocke ich diese Base auch noch, oder was? Kann ja nicht sein. Naja. Ich nehme das jetzt erstmal so hin, wie es jetzt ist. Ich kann halt nichts dran machen. Und ich komme jetzt aus dieser Nummer halt nicht raus, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich da rauskomme. Ich glaube, ich kann jetzt auch, obwohl bei 4000, unter 4800 Pokale, glaube ich, müsste ich kommen, um hier, glaube ich, aus dieser Nummer rauszukommen. Aber das ist auch gar nicht mal so einfach, kann ich euch sagen. Das ist auch gar nicht mal so einfach. Ich lasse den Kampf auch mal komplett mal auslaufen hier. Perfekt, haben wir wenigstens ein bisschen Bonus bekommen, so ein kleines bisschen. Und auch ein paar Eiswürfel, was ja auch nicht schlecht ist. Aber wäre natürlich jetzt eine tolle Zeit, um Queen Shach Lalo oder Sui Lalo oder Sepp Lalo oder so mal zu üben. Was haltet ihr davon? Sollen wir das mal machen? Ich habe keine Schleichkobolde, die machen wir. Ich habe keine Schleichis, die mache ich. Und dann habe ich wenigstens so ein bisschen was ausgegeben. Eine Mauer können wir noch nicht machen, aber wir können wieder reingehen. Holen wir uns noch eine Truppe, Leute. Ah, es ärgert mich echt. Es ärgert mich wirklich so ein bisschen. Ich habe auch wirklich schlau geguckt, kann ich euch sagen. Gestern Abend, als mir das passiert ist, habe ich gedacht, nein, nein. Aber wirklich, ich habe wirklich echt hier gesessen, habe so vor mich hin geredet. Weißt du, so als Streamer und so, da redest du auch öfter mal mit dir selber. Jetzt habe ich 6 von 8. Okay, jetzt passt die Anzeige. Auch merkwürdig, ne? Jetzt passt die Anzeige. Jetzt habe ich 6 von 8. Oder wir verlieren hier halt immer ganz schick, ne? Aber man hat ja letztendlich auch nur diese eine Chance. Okay, gehen wir rein. Der Mono, das ist immer so brutal. Der Monolith ist immer so brutal und die Queen geht da auch erst gar nicht hin. Warum auch? Warum sollte die auch auf den Monolithen gehen? Mann, dreh dich doch jetzt einmal um. Einmal. Mach einmal das, was ich sage. So, jetzt geht das los. Hox hier mit drin. Ein wenig heil. Und ich hoffe, der löst nicht nochmal aus. Nein, der löst da nicht nochmal aus. Sehr schön. Aber die müssen jetzt eigentlich... die gehen jetzt natürlich voll in die Mitte. Die gehen jetzt natürlich voll in die Mitte. Okay. Dann müssen wir uns wahrscheinlich das Rathaus so holen. Oder was auch immer. Das Rathaus bekommen wir nämlich so jetzt gerade nicht, weil meine Championatin da auch außenrum eiert und noch eine Falle da unten, jawohl. Und noch eine Falle, sehr schön. Und noch ein paar Skelette, die wir auch nicht schaffen. Was ist denn da eigentlich noch am Ding dran da? Da war gerade noch ein bisschen was am Rathaus dran. Oh, meine Queen hat das doch geschafft, mein Royal Champion hat das doch gerissen da, sehr schön.
Aber ziemlich knappe Sache. Ziemlich knappe Sache. Dennoch, ein Hybrid kann man immer gut spielen und der Raketenspeer ist echt stark. Ich bin auf jeden Fall wirklich hoch erfreut darüber, dass ich den gestern oder vorgestern voll durchgelevelt habe. Der ist wirklich, wirklich funny und wirklich, wirklich stark. Wobei der Royal Champion sowieso ja ein ziemlich starker Charakter hier im Spiel ist, was die Helden angeht. Und aber okay, die Tunneler sind auch nicht schlecht. Die Tunneler sind auch nicht schlecht, die Miner, die Tunnelgräber. Okay, da haben wir wieder ein bisschen was gemacht, aber noch keinen Dreisterner geholt hier. Möchte ich aber an der Stelle auch gar nicht, glaube ich. Möchte ich an der Stelle auch gar nicht. Nehmen wir die Münzen mal so mit und dann lassen wir mal gucken, was da auf uns zukommt. Kampflok. Ja, jetzt habe ich natürlich ein paar Sternchen gemacht. Mal gucken, wie ich aus so einem Kampf da rausgehe. Allerdings fängt jetzt heute ja die Europameisterschaft an und kriegen wir eine neue Belohnung? Ne, kriegen wir noch nicht. Und da gucken wir natürlich vermehrt so ein bisschen Fernsehen. Whatever. Okay, dann würde ich sagen, ja, ich wollte euch das nur mitteilen. Tut mir leid, bin leider in die Legende reingerutscht. Das Lotterleben hat ein Ende und ich versuche jetzt mal so ein bisschen nicht zu verteidigen. Ich glaube, ich nehme mal nicht meine Rundbase rein. Ich habe im Moment meine Rundbase hier drin. Und da haben da wirklich Leute Probleme mit oder sie droppen halt auch nur und sagen, okay, ich habe noch 0 Stern und habe jetzt ein bisschen was gemacht, aber dann kannst du auch abbrechen für 0, ne? Dann kann man eigentlich auch abbrechen. Wenn ihr der Meinung seid, ich soll mich weiter in Legende tummeln, dann schreibt mir doch einfach einen Kommentar hier rein. Abonniert den Kanal und bleibt einfach dran. Liken wäre auch nicht schlecht, würde mich auf jeden Fall immer freuen. Und dann würde ich sagen, habt noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Euer Legenden-Toto. Clashed.